Herzlich willkommen zum heutigen Vortrag mit dem Titel Bioplastik, dem Thema Bioplastik. Wie wir alle wissen, befinden wir uns in einer Zeit, in der wir sehr großen Veränderungen ausgesetzt sind, uns mit diesen Veränderungen befassen müssen, klimatische Veränderungen, demografische Veränderungen, Umweltveränderungen. Und ein Material, das natürlich sehr starken Einfluss auf diese umweltbedingten Veränderungen zumindest hat, ist das Plastik. Wir alle kennen diese Bilder. Plastikverschmutzung ist ein allgegenwärtiges Thema, ein tägliches Thema. Plastik ist ein Material, das natürlich eine Vielzahl an Vorteilen hat, an unterschiedlichen Eigenschaften aufweist. Und deswegen ist es auch so ein vielgenutztes Material. Aber es ist leider auch ein Material, das sehr schädlich für die Umwelt ist. Und leider wird ein Großteil des Plastiks, das tagtäglich hergestellt wird oder jährlich hergestellt wird, endet eben leider in der Natur. Führt dazu Verschmutzungen, ein großer Teil in den Weltmeeren, im Ozean, ein anderer Teil in Deponien. Dort bleibt es dann einfach und leider ist es eben nicht wirklich biologisch abbaubar. Das heißt, es dauert mehrere hundert bis zu tausend Jahren, bis dieses Material zersetzt ist und es zersetzt sich leider nie komplett ganz, sondern es wandelt sich eigentlich nur, es wird immer kleinteiliger, bis wir irgendwann von sogenannten Mikroplastik sprechen und dieses Mikroplastik kommt dann auch wieder in den natürlichen Kreislauf. Das heißt, es wird von Tieren, von Fischen, von Vögeln, anderen Tieren aufgenommen, die dann zum Teil auch wieder Teil unserer Nahrungskette sind. Und dadurch endet dieses Mikroplastik dann eben oftmals auch in unserem eigenen Körper. Und dadurch schädigen wir nicht nur unsere Umwelt, der Natur, sondern wir schädigen im Prinzip auch uns selbst. Das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema. Hier muss ein Umdenken geschehen. Eine Möglichkeit ist natürlich, sich nach alternativen Rohstoffen umzusehen. Und deswegen ist das Thema Bioplastik auch ein sehr wichtiges Thema, mit dem wir uns als Designer und als Architekten befassen müssen. Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Arten von Plastik. Wir sprechen von den sogenannten Thermoplasten und wir sprechen von den Duroplasten, die auf Englisch Thermosets heißen. Duroplasten, wie der Name schon sagt, sind Plastikarten, die sehr haltbar sind, die sehr langlebig sind, die in dem Fall auch wirklich nur bei Produkten oder Anwendungen zum Einsatz kommen, wo diese Haltbarkeit gewünscht ist. Das sind die Polyurethane, das sind Epoxyharze, Melamin gehört dazu oder Fiberglas. Sehr bekanntes Beispiel sind diese Geschirr aus Melamin, das für Kleinkinder oft verwendet wird, weil es eben bruchfest ist und nicht kaputt geht, wenn es vom Tisch fällt. Der Großteil des Plastiks, aber das heutzutage im Einsatz ist und auch in unserem alltäglichen Gebrauch, sind die Thermoplasten. Die machen über 90% des Plastiks eigentlich aus. Und dazu zählen die Polyethylene, dazu zählt Acryl, also Plexiglas, die Polypropylene, auch Schäume, Polyvinylchlorid, also PVC und Teflon. Dieses Plastik kann im Gegensatz zu den Duroplasten recycelt werden. Das heißt, es kann eingeschmolzen werden und in eine neue Form gebracht werden und dadurch eine Mehrfachnutzung eigentlich erleben. Das passiert aber nur oder kann nur passieren, wenn es auch wirklich richtig recycelt wird. Deswegen gibt es den sogenannten Resin Identification Code, der auf jedem Objekt abgedruckt ist und somit den automatischen Sortiersystemen erlaubt, auch das jeweilige Plastik in die richtige Kategorie zuzuweisen und dann in einen neuen Zustand zu bringen. Leider wird nur ein Bruchteil des Plastiks, das wir verwenden und das recycelt werden könnte, auch wirklich recycelt und wiederverwendet. Der Großteil landet im Ozean oder in den Weltmeeren oder in Flüssen, in Gewässern oder eben auf sogenannten Deponien. Und dort führt es dann eben zu den bereits angesprochenen Problemen.
unglaublich wichtiges Thema. Ein Thema, das sehr schnelles Handeln fordert. Nicht nur in Bezug auf damit, wie mit dem Plastik umgegangen wird, das bereits in der Umwelt, in der Natur sich befindet, wie wir das praktisch wieder rausholen können, wie wir das recyceln oder neu nutzen können. Vor allem aber auch in Bezug darauf, Alternativen zu finden für die alltäglichen Anwendungen, die wir haben. Und da können sogenannte Biopolymere, Bioplastik wichtigen Neuerungen bringen. Bioplastik ist generell oder bezeichnet Plastik, das eben zum einen aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird und oder biologisch abbaubar ist und dadurch dann eben nicht die Umwelt verschmutzt. Das heißt, durch Organismen, durch Umwelteinflüsse wird das Plastik heruntergebrochen in Zellmasse, in CO2, Wasser und Energie und ist dadurch eben auch größtmöglich CO2-neutral. Zusätzlich dazu, dass es eben biologisch abbaubar ist und nicht die Umwelt verschmutzt, hilft es uns natürlich auch, unsere Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen zu überwinden langfristig. Die Geschichte des Bioplastiks ist relativ alt, also bereits im Römischen Reich oder im Mittelalter wurde Plastik aus natürlichen Materialien oder Plastikobjekte aus natürlichen Materialien hergestellt. Es war dann 1845, dass Christian Friedrich Schönbein Zellulosenitrat entdeckte. Daraus wurde dann Collodion entwickelt. 1862 kam Parkesin dazu und 1870 Zelluloid. Und Zelluloid ist wahrscheinlich ein Material, das ein Begriff zumindest, den viele schon mal gehört haben. Das wurde eingesetzt als Trägermaterial für Fotografien und für Filme. Es ist sehr hitzeempfindlich, deswegen gibt es auch oft diese in Filmen, diese Aufnahmen, wo der Projektor auf einmal stehen bleibt, das Licht auf das Zelluloid trifft und das Ganze in Brand gerät. Daher war der Umgang ein bisschen kritisch mit dem Material. 1907 wurde dann Bakelit entwickelt und in den 40er Jahren, als die Automobilindustrie ihren Aufschwung erlebte, hat sogar Henry Ford angefangen, mit natürlichen Rohstoffen zu experimentieren. Er hat ein Prototypauto aus Sojabohnenplastik hergestellt, was leider überhaupt nicht gut ankam, weil die Menschen damals natürlich das Automobil auch eine gewisse Art von Wohlstand dargestellt hat und die Menschen nicht in einem Fahrzeug aus Sojabohnen rumfahren wollten. 1923 entstand dann die industrielle Herstellung von Zellophan. Das ist eines der wenigen Biopolymere, das in der Art auch heute noch so verwendet wird. Zellophanfolie wird verwendet eben, um Lebensmittel einzuwickeln zum Teil. Und seit den Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre, als dieses Bewusstsein des Einflusses von Plastik auf die Umwelt zugenommen hat und auch den Einfluss, den wir dadurch auf die Umwelt haben, dass man sich dessen bewusster geworden ist, wird auch wieder vermehrt Forschung und Entwicklung in Bezug auf neue Rohstoffe gefördert. Zur Materialstruktur: Es gibt unterschiedliche Arten der Biopolymere. Es gibt die wirklich aus Biomasse hergestellt sind. Da gehe ich gleich im Detail nochmal drauf ein. Es gibt die aus Mikroorganismen hergestellt werden, die biotechnologisch hergestellt werden. Es gibt aber auch biologisch abbaubare Polymere, die aus fossilen Ressourcen hergestellt werden, also aus Öl, und die trotzdem weniger schädlich für die Umwelt sind als das Standardplastik. Die Polysacchariden, die machen ungefähr 80% des Bioplastiks heute aus. Größtenteils werden die aus Stärke hergestellt, Maisstärke zum Großteil, aber auch Kartoffel- oder Weizenstärke. Diese Art von Plastik ist wasserlöslich. Es deformiert sich, es schwellt auf, wenn es Feuchtigkeit ausgesetzt ist und ist dafür deswegen hauptsächlich in der Pharmaindustrie eingesetzt. Zusätzlich zur Stärke des andere Polysaccharide, die eben zum Beispiel aus Agar hergestellt werden können. Agar ist algenbasiert, Pektine, Lignine, Chitine. Chitinbasierte Materialien werden kommerziell als Filme hergestellt oder als Fasern. Bioplastik aus Zellulose kann bis zu 90% Transparenz erreichen. Und Bioplastik aus Lignin ist auch sehr interessant, weil es eben neben Zellulose eigentlich eines der gängigsten Materialien ist, das in der Umwelt so vorkommt und dadurch genutzt werden kann. Polymere aus Lignin haben auch sehr interessante mechanische Eigenschaften und einen sehr hohen Grad an Festigkeit. Bioplastik aus Proteinen, aus Pflanzenproteinen, aber auch zum Teil aus tierischen Proteinen oder Bakterien,
hat den Nachteil, dass es relativ hohe Herstellungskosten hat. Deswegen gibt es da nur wenige industrielle Methoden, das herzustellen. Eine der gängigsten ist eigentlich Bioplastik aus Gelatine herzustellen. Kann extrudiert werden, es kann injection molded werden, also Spritzgussverfahren, und wird auch wiederum in biomedizinischen Anwendungen eingesetzt, da es eben sehr nah an menschlichen Haut ist und dadurch dann auch als sogenannte künstliche Haut Verwendung findet. Die Polyhydroxyalkanoate, PHA, werden durch bakterielle Fermentation aus Zucker zum Beispiel hergestellt. Es gibt da 150 unterschiedliche Typen, die sehr, sehr ein breites Spektrum an unterschiedlichen Eigenschaften aufweisen. Es ist weniger elastisch als viele andere Bioplastikarten, hat aber Eigenschaften, die sehr ähnlich sind wie Polypropylen und dadurch natürlich auch ein großes Interesse der Industrie, hierfür einen Ersatz zu finden. Und es lässt sich biologisch abbauen, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Die Polylactide, PLA, das kennen wahrscheinlich kennen all die, die schon mal 3D gedruckt haben. PLA ist eines der Materialien, das wirklich im 3D-Druck hauptsächlich zum Einsatz kommt. Wird auch durch bakterielle oder chemische Fermentierungsprozesse hergestellt. Es ist grundsätzlich transparent, es ist farblos, kann dann aber gefärbt werden und ist ähnlich oder hat ähnliche Eigenschaften wie Polyethylen oder Polypropylen oder Polystyren. Es ist wasserabweisend, das ist interessant, atmungsaktiv und ist eigentlich eines der zukunftsfähigsten Materialien aus Bioplastik und es wird erwartet, dass es demnächst PET, also das Material, aus dem unsere Getränkeflaschen hauptsächlich hergestellt werden, demnächst ersetzen wird. Die Abbaubarzeit variiert ein bisschen, also wenn wir von Bioplastik sprechen, heißt das nicht, wir werfen das auf den Kompost und dann ist das in ein paar Tagen weg. Das kommt auf die Art des Bioplastiks an. Bei PLA dauert das in wirklich perfekten Konditionen immer noch über ein Jahr, was aber natürlich im Vergleich zu Tausenden oder Hunderten von Jahren natürlich trotzdem sehr viele Vorteile hat. Polycaprolactone, auch ein interessantes Plastik, die aber auf Petroleumbasis hergestellt werden. Also es ist ein Material, das auch in der Maker-Szene sehr viel zum Einsatz kommt, weil es einen sehr niedrigen Schmelztemperatur hat. Es wird bei 60 Grad verformbar, kann in beliebige Formen gebracht werden, ohne dass man sich eben die Finger verbrennt. Und wird dadurch viel zum Prototypen und zum schnellen Ersetzen do-it-yourself eingesetzt. Die Herstellung ist normalerweise relativ einfach. Das ist jetzt hier ein Beispiel, wie man aus Gelatine Bioplastik herstellen kann. Im Prinzip brauchen wir nur drei Komponenten. Wir haben Wasser, wir haben Polymer, in dem Fall die Gelatine, und wir haben den Plasticizer, der praktisch die Plastizität des Plastiks ausmacht. Also bestimmt, wie hart oder wie flexibel das Plastik ist. Und das ist in dem Fall Glycerol. Und dann kommt das auf das Mischverhältnis drauf an, also je nachdem, wie hoch der Anteil des Plasticizers ist, des Glycerols, bekommen wir eben ein flexibleres Plastik, ein weicheres Plastik oder eben ein härteres, widerstandsfähigeres Plastik. Genau, das ist der Prozess. Man verwendet Wasser, das Wasser wird heiß gemacht, Gelatine wird eingerührt, mischt sich mit dem Wasser, dann kommt das Glycerol hinzu, das Ganze wird in eine Form gebracht, ausgehärtet. Der Prozess kann dann schon mal zwischen mehreren Stunden bis zu mehreren Tagen dauern, bis das wirklich komplett durchgetrocknet ist. Das kommt auf die Größe und vor allem die Dicke der Form an. Dann kann es aber rausgenommen werden und man hat dann ein Produkt, das in dem Fall nicht wasserresistent ist, aber das trotzdem sehr viele Eigenschaften aufweist, die wir aus dem gängigen Plastik kennen. Und spannend hier ist wirklich vor allem auch die Möglichkeit, ganz präzise durch Anpassen der Mischverhältnisse unterschiedliche Arten von Plastik herzustellen. Das ist ein Projekt, mit dem wir uns eben mit dem Thema Bioplastik befasst haben, am Institut für Advanced Architecture of Catalonia in Barcelona. Hier war das Thema, dass die Studierenden sich mit gegenwärtigen Tendenzen, gegenwärtigen Veränderungen befassen in Bezug auf uns Menschen, die Umwelt und vor allem unsere menschliche Haut als Schnittstelle zwischen uns und der Umwelt. Ich zeige jetzt hier kurz ein paar Projekte. From the age of politics to our days of economics, the world is being mediated more and more. Ideology is a constant. We are adapting. We hold brands all over us. We are cyborgs. Our skin will develop from a passive cover to a more advanced tissue. It will grow the ability to show graphics, a display. We will be mobile billboards. Yes. It is profitable. We will start advertising for brand names.
latest offers, delivery hotline, and our own products, used organs, body parts, and humanity, maybe. Dystopische Zukunftsvisionen, die in diesem Kurs entstanden sind. Die Gruppe, die wir jetzt gerade gesehen haben, haben sich irgendwie mit dem Thema Konsum und Kommerz befasst und hatten die Vision oder die Idee, dass wir in Zukunft eine Art zweite Haut haben können oder haben werden, die wir für kommerzielle Zwecke vermarkten werden und praktisch Werbung oder andere Informationen auf unserem Körper darstellen und dadurch dann zu einer Art Cyborg werden. Die Gruppe, und das ist auch jetzt im gegenwärtigen Kontext ganz interessant, hat sich mit Pandemien oder mit Krankheiten und der Verbreitung von Krankheiten befasst. This is a never before seen mixture of swine, human and avian viruses. It is an influenza A virus. It is real. This new influenza A virus is potentially fatal. The borders would be closed immediately. We wouldn't worry about money. We wouldn't worry about making sure that the heroin addicts get their fixes tomorrow. We wouldn't worry about the fact that stockbrokers in New York won't get their snow tomorrow. What we'd be worried about is the public health. The first thing you do is you cut off any travel to that source of the epidemic. You don't say it's too late to contain it. That makes no sense, logically or medically. Ein weiterer Kurs, in dem ich mich tiefer mit dem Thema befasst habe, und zwar vor allem mit der Möglichkeit, dem Plastik zusätzliche Eigenschaften zu geben, war ein Kurs, mit dem wir uns mit Food Waste, also mit Lebensmittelabfällen befasst haben. Und zwar haben wir hier geschaut, was gibt es denn für Lebensmittelabfälle, die auch wirklich in einem großen Maßstab produziert werden und die umgenutzt werden können, um dem Bioplastik ganz besondere Eigenschaften zu geben, zum Beispiel Kaffeepulver oder Bananenfasern oder Orangenschalen, die dann eben in das Plastik mit eingemischt wurden und so eben nicht nur die Farbigkeit des Materials verändert haben, sondern auch die mechanischen Eigenschaften oder die Haltbarkeit in Bezug auf Umwelteinflüsse. Es war ein relativ kurzes Projekt. Die Studierenden haben hier unterschiedliche Lebensmittelabfälle gesammelt, haben diese dann pulverisiert und in das Bioplastik eben eingefügt, um unterschiedliche Arten von Plastik herzustellen. Zum einen haben wir auch versucht, Plastik herzustellen, das 3D-druckbar ist. Durch die Eierschalen zum Beispiel konnten wir ein wirklich sehr hartes, sehr bruchfestes Material herstellen. Mit Transparenzen wurde gearbeitet. Die Studenten haben dann Anleitungen dafür entwickelt, auch für die Prozesse. Also hier haben wir einen Prozess, der ähnlich dem Fritzgussverfahren ist. Unterschiedliche Arten von Bioplastik-Schichten aufgebracht.
Diese Grundideen wurden dann weiterentwickelt in einem Kurs Printing Bioplastics, bei dem wir wirklich Material entwickelt haben, das 3D-druckbar ist, also eine gewisse Festigkeit hat, eine gewisse Flexibilität aber auch hat, zumindest solange es, oder eine Weichheit, solange es noch im Druckprozess ist und danach dann aber auch aushärtet. Was eines der großen Probleme mit dem Bioplastik oder mit dem selbstgemachten Bioplastik zumindest noch ist, dass es eben wirklich relativ lange dauert, bis es trocken und hart ist. In Bezug auf Anwendungen gibt es schon einiges, es gibt leider noch nicht genug, aber der Großteil der Anwendungen oder das Wichtigste ist eigentlich, dass diese Single-Use-Plastics, also das Plastik, das wirklich nur einmal verwendet wird, dass man dort Ersatz findet. Deswegen gibt es mittlerweile auch in den Supermärkten schon Plastiktüten, die kompostierbar sind. Es gibt Geschirr, Wegwerfgeschirr, das kompostierbar ist, Joghurtbecher, auch Container für Getränke, Handycases, Strohhalme, aber auch Anwendungen, die vielleicht ein bisschen längerfristig sind, wie zum Beispiel Helme oder auch Spielzeuge für Kinder. Zukunft des Plastiks aussehen könnte, also eben nicht nur, dass wir Plastik herstellen müssen, das biologisch abbaubar ist, sondern auch, wie dieses Plastik verbunden werden kann mit intelligenten Systemen und dadurch eine zusätzliche Nutzung oder zusätzliche Applikationen verwendet werden oder zur Verwendung kommen. Das ist ein ganz interessantes Projekt von Absolventen aus London, Studierenden, die sich selbstständig gemacht haben, die Bioplastik aus Shrimps oder aus Lobster-Schalen herstellen. Und auch hier können sie eben eine ganze Vielzahl an unterschiedlichen Plastik-Eigenschaften erzeugen. It is a team of master students at the Royal College of Art and Imperial College London. The Shellworks is all about taking unknown biomaterial and trying to bring it into the mainstream. Together, they make bioplastics from lobster shells. The team is comprised of architects and mechanical engineers and product design engineers. And we all had this fascination with food waste, and specifically crustacean waste and fish waste, which is not often looked at from a design and engineering point of view. The shells of these crabs and lobsters will sometimes just go to a landfill where they can start emitting methane. And we were interested in whether there was a way to valorize that waste stream. Over 250,000 tons of crustacean waste are produced every year in the EU alone. That waste is equal to about 1,600 blue whales. But what's so valuable about that waste? We found this biopolymer inside crustacean shells called chitin that you can treat in a certain way to extract and actually make a bioplastic from those shells.
chitin is the second most abundant organic material on Earth. It's found in insects, fungi, and crustaceans. We started working with lobsters because they're a really interesting waste source. By weight, chitin accounts for about 30% of the shell. And it's also the case that with lobsters, they're eaten at the restaurant. So as opposed to shellfish or shrimp, where they get industrially deshelled, these lobster shells are just going to waste at the restaurant source. Through chemical processes, all that chitin can be turned into chitosan, which is where the Shellworks comes in. What you need to do is to extract the chitosan before you can use it as a bioplastic. So the first stage is an extraction, which is this machine behind me. So we've designed four machines, Shelly, Sheety, Backy, and Dippy. The first machine is an extraction unit. We basically put in ground up lobster shells. It runs through a set of processes and out comes the powder, which is the chitosan. We will start with the shells. We will extract the chitosan powder and then to that we will add vinegar in varying ratios. That will form a kind of chitosan bioplastic goop which we will put into the dip forming machine. Each machine is kind of good for making a different thing. The sheet former obviously only makes sheets. The vacuum former is good for making kind of less three-dimensional reliefs, so things like blister packaging. And then the dip molder is excellent for making really extruded shapes, so very three-dimensional objects. We can also make plastic bags from these sheets by gluing them together with more of the bioplastic, which means that the bag is 100% chitosan and so is much more easily recycled. We used our project to illustrate that the material can actually be formed into lots of applications that could be a really compelling replacement for some single-use plastic items. So we have designed plant pots that self-fertilize, so they actually get planted with the plant in the ground, and as they biodegrade they become a fertilizer for the plant. The bioplastic is water soluble, which is both a blessing and a curse. It makes it very easy to recycle but obviously limits the applications that we can do with it. So we're looking at ways of waterproofing the material with kind of natural wax coatings that would make it more applicable for a wider range of things. I describe the machines as quite accessible. We've kind of designed them from scratch in workshops, so potentially other people could also build these machines. The project is all about bridging the gap between science and industry. We find that there's so much stuff out there in scientific papers which never actually makes it into industry, which is a real shame. So we've kind of taken inspiration from certain things that we've found in scientific papers and developed those into processes that might be scalable in industry to kind of really make this bioplastic something that could be feasible in the real world. Ein weiteres Plastik, das ich vorhin eben erwähnt habe, das biologisch abbaubar ist, Polycaprolacton, PCL. PCL basiert auf Erdölbasis, also es wird aus fossilen Rohstoffen hergestellt, ist aber trotzdem biologisch abbaubar. Es ist, wie auch vorhin schon erwähnt, ein sehr interessantes Material, vor allem im Do-it-yourself-Bereich, weil es eben weich wird, wenn es über 60 Grad erhitzt wird, teilweise auch schon ab 40 Grad. Und es wird aber sehr hart und sehr fest, hat ähnliche Eigenschaften wie Nylon. Hier ist der Prozess super einfach, also man hat einfach ein Gefäß mit warmem Wasser, mit heißem Wasser, und das wird das Material
eingegossen, es wird dann weich, formbar und in dem Fall haben wir jetzt noch Pigmente hinzugefügt, die ins Material eingeknickt werden können, die thermochromisch sind, die praktisch die Farbe verändern und dadurch ein Plastik haben, das einen Farbverlauf nachweisen kann. PCL wird auch kommerziell oder genau dieser Aspekt des Materials wird auch kommerziell vermarktet mittlerweile in einer Vielzahl von Produkten. Eines davon sind die sogenannten Fixits. Spannend hier eben auch der Aspekt, dass es immer wieder verwendet werden kann. Das heißt, das Material, solange es nicht wirklich in eine komplett feste Verbindung mit einem anderen Material gegangen ist, kann es wieder erwärmt werden, wieder neu verformt und hat dadurch natürlich eine andere Langlebigkeit als das Plastik, das mit dem wir alltäglich zu tun haben. Genau das gleiche ist im Prinzip Formcard, genau die gleiche Idee, nur eine andere Firma. This is Formcard, a handy pocket-sized card of meltable bioplastic that you can use to make, fix, and modify the world around you. You can mold it quickly and simply to make little solutions to everyday problems. When it's cool, it's really strong like nylon, so you can make solid, durable solutions with it. And then you can reheat it again and again to adapt, change, and reuse it. Because it's a handy card size, you can keep one in your pocket, wallet, kitchen drawer, or toolbox so that it's there whenever and wherever it's needed. And because you know it melts in a cup of hot water, that might be in a cafe to fix a broken umbrella, or around a campfire to fix a broken tent pole. It's strong enough for quick solutions to emergency situations, like when you've forgotten a tool for a job or a handle breaks on something. Plastic has got a bit of a bad name. It's associated with a cheap, disposable world in which things break easily and then end up in the bin. Formcard is the opposite of that world. When it's very hot, it sticks to other plastics, so you can actually use it to instantly fix things, say a plastic shovel when you're on holiday. There are loads of amazing applications, and we'll be posting more examples online as the project develops. Hi, I'm Peter Marigold, the designer and developer of Formcard. Low temperature thermoplastics have been around for a very long time, and I've been working with them for the last couple of years. I've been running public workshops to explore their potential for use in our everyday lives, and I've developed Formcard based on these experiences. Normally, these thermoplastics are supplied in granulated form, which makes them awkward to use. The granules have to be squashed together, which is messy, wasteful, and sometimes even painful. This has restricted their use to people who are familiar with making things. But I believe that this material has a place in everyone's kitchen drawer, toolbox, and backpack, like BlueTac or Sellotape. So I developed it into a flat card form that would always be around and always be ready to use. The size and thickness of the card is exactly the right amount of material
for the quick types of fixes that are needed. It fits in your wallet and it fits in a cup, so you can take it and use it anywhere you can find hot water. It's quick, clean, simple, instant, and fun. We've made FormCard affordable as an everyday product and are now producing them in loads of amazing colours for every possible application. I want FormCard to reach everyone who thinks about fixing things instantly when they break. Just take one out of your pocket, drop it into hot water, and fix things. Simple. Thanks for watching, and please support our project. FormCard. Melt, mould, make, mend. In Bezug auf Design-Anwendungen gibt es eben nicht nur den Aspekt des Reparierens, des Fixens, sondern es gibt auch Designer, die sich gerade mit dem Aspekt des Handgemachten und dieser Unregelmäßigkeit lassen, zum Beispiel Jersey Seymour, ein Designer aus Berlin, der diese Stühle eben herstellt, produziert und auch kommerziell vertreibt, an denen die Knotenpunkte aus diesem Plastik hergestellt sind, sehr schnell, quick and dirty, zusammengefügt sind, die aber trotzdem eben die Kraftflüsse oder die nötige Stabilität gewährleisten, die für so ein Sitzmöbel eben vonnöten sind. Eine ähnliche Idee habe ich verfolgt in einem einwöchigen Workshop mit Architekturstudenten in Dessau, dem Dilettante Designer Workshop, in dem wir uns eben genau mit dem Thema befasst haben. Wir haben versucht, Knotenpunkte aus diesem Plastik herzustellen, um dann relativ schnell und relativ einfach Möbel produzieren zu können. Auch die Idee des Do-it-yourself, also dass man praktisch diese Methoden, diese Anwendungen an den User geben kann und er sich relativ schnell, relativ einfach selbst seine eigenen Möbel produzieren kann. Ein anderer Workshop war Inverted Morphologies, dort haben wir uns mit dem Thema befasst, wie wir das Material in gewisse Formen bringen können, eigentlich genau das Gegenteil, also das, was Jersey Seymour eigentlich betont, diese Ungenauigkeit und diese Heterogenität. Wir haben versucht, hier aufzugreifen und wir haben versucht, hier wirklich Kontrolle über das Material zu bringen, indem wir unterschiedliche Prozesse entwickelt haben, wie zum Beispiel einmal Folien oder Sheets aus dem Plastik herzustellen, in die wir dann heißes Wasser gegossen haben, um diese Art von Blasenstrukturen zu erzeugen. Wir haben es auch versucht zu ziehen, wir haben versucht, es aufzublasen und haben dadurch dann eine räumliche Installation aus unterschiedlichen Plastikmorphologien erzeugt. Das war's zum Thema Bioplastik. Vielen Dank fürs Zuhören.